dieser Song ist einfach pure Aggressivität, pure Brutalität und es ist einfach nur genial. Es geht um die neue Single von Monument of Misanthropy. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, was ihr zu dieser Single sagt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei der Reaction und bis dann. Monument of Misanthropy habe ich auf dem Defis Live gesehen und ich habe die damals über Bandcamp gefunden. Da habe ich so ein bisschen recherchiert, wollte irgendwie neue Musik auschecken und dann habe ich gesehen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt die erste EP war oder so. Auf jeden Fall, die haben auf einem Release von denen ein Creator-Cover von Flag of Hate. Und ich finde den Song ganz geil. Die haben den auch extrem geil gecovert. Und das Lustige ist, irgendwann habe ich dann eine Freundschaftsanfrage bekommen. Dann wurde ich direkt angeschrieben. Und das war dann einfach, ich meine, der Bassist oder so, auf jeden Fall ein Mitglied von der Band. Dann meinte ich so, ach krass, ja, ich habe euch letztens gefunden, ne, fand das Flag of Hate Cover richtig geil. Und ja, deswegen ist die Band halt bei mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben. Und die haben jetzt vor ein paar Tagen oder so einen neuen Song rausgehauen, A Nice Beheading for M.O.M. Ich weiß nicht, was M.O.M. bedeuten soll, aber egal, wir gehen rein. Schöne Blast. Boah, das ist krass. Das ist ein krasser Song. Richtig geile Blastbeats, richtig geile Vocals. Gut, Text finde ich heftig, ne? Und wenn es um irgendwie so einen Familienmord oder so geht. Ich hoffe, das ist jetzt einfach nur eine erfundene Geschichte und nicht, dass es schon mal wirklich passiert ist. Aber wenn es mit so einem genauen Datum schon irgendwie thematisiert wird, habe ich da halt leider schlechte Gedanken. Wahrscheinlich war sowas in Wirklichkeit, aber ich finde den Song krank. Also wirklich richtig, richtig krass gut. Last Beat. Das fand ich gerade interessant, wie diese Aussprache von dieser Marianne. Oh, geil. Geil. Das fand ich geil. Ja, Mann. Da muss ich sagen, ganz kurz, ich mache wahrscheinlich wieder zu viele Pausen, aber dieser Part jetzt hier nach diesem Marianne, da merkt man auf jeden Fall den Thrash-Metal-Einfluss von dieser Band. Übelst. So, ne, das und dann kommen direkt Blastbeats, aber hört euch den Part an, das hätte auf einem richtig geilen Thrash-Metal-Album sein können. Das hier. Und dann Blast bis hier. Oh, diese Blastbeats sind so gut. Aber auch gut, also keine krassen Reime, ne, aber es, ich finde es sehr gut geschrieben. Sehr gut geschrieben.
aber textlich trotzdem sehr krass. Ich hatte auch hier gerade, die ist mit den Wrist, loosely, ne, das ist so diese, wieder diese I-Silben, dass die so ein bisschen wie so ein Pig-Squeal ausgesprochen werden. Das hatte ich heute, ne, kleiner Spoiler für hier in den Stream, hatte ich heute bei der Reaction für Benighted. Die haben ja eine neue Single rausgehauen und da war sowas halt ebenfalls mit diesen I-Silben, dass es so ein bisschen wie so ein Pig-Squeal gesungen wird, sage ich jetzt mal. Und das feiere ich immer. Aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich meine aber, dass das Franzosen seien. Es kann auch sein, dass ich gerade falsch liege. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass ich mit ihm damals Englisch geschrieben habe, weil er kein Deutsch kann. Und ich kein... Ich meine Franzosen, aber ich will mich darauf nicht festlegen. Ach, schöner Breakdown. So schöner Break. So im Hintergrund noch so ein bisschen so diese, ne, so eine, ja, so diese paar Töne, so eine kleine Melodie geschrieben, um halt irgendwie das nochmal so ein bisschen interessanter zu gestalten, diesen Part. Aber richtig schöner Breakdown. Es gefällt mir sehr. Schöner Sound. Schöner Sound, schönes, schnelles Solo. Oh, richtig schön. Das ist krass. Oh, diese Blastbeats. Oh, spielt weiter. Spielt weiter. Schreit mich immer noch an, bitte. Schreit mich bitte weiterhin an. Was ein geiler Song. Boah, wirklich, der hat richtig gesessen. Sehr, sehr geil. Schön technisch, schön brutal. Und einfach im Generellen dann so dieses, dieser Text war halt extrem krass, muss ich sagen, ne? Also, ne, ich müsste einfach gleich mal gucken, so, ob das jetzt wirklich irgendwie aus dem Film ist oder sonst was. Aber auf jeden Fall mega, mega krass und ich bin ehrlich, der Song hätte für mich weitergehen können. Richtig, richtig gut, ne? Weil das gab's halt auch wieder so ein paar Sachen. Du hast so ein bisschen so diesen Thrash-Metal-Vibe, dann hast du teilweise wieder so diesen normalen Brutal-Death, dann hast du ein bisschen Technical-Death-Metal und ja, das ist einfach so kombiniert. Das ist halt immer das, was ich so liebe, wenn so richtig viele Sachen miteinander kombiniert werden, ein Song sehr viele Variationen mit sich bringt, dann ist das meistens ein extrem geiler Song. Und hier war das auch definitiv der Fall. Ich fand auch den Sound mega gut. Also die haben mit dem Song wirklich alles richtig gemacht. Okay, also ne, kleiner Reminder. Also ich habe jetzt nochmal geguckt. Also die Band ist aus Österreich. Aber ich habe damals Kontakt gehabt zu Jean-Pierre Battesti. Ne, ich kann es wahrscheinlich nicht richtig aussprechen. Und er war Franzose. Deswegen wahrscheinlich dann dieser Kontrast oder dieser Mix, ne?